سلام كمسك الختام عليكم محيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wir sind in dem heiligen Monat Ramazan. In dieser heiligen Stadt مكة المكرمة. Auf diesen heiligen Berg Jabal al-Nur. Aber wenn ihr euch besinnt oder bewusst werdet und euch fragt, was diese Stadt Mekka al-Mukarram gemacht hat, yani heilig gemacht hat, was diesen normalen Berg zum Berg Nur bzw. zum Berg des Lichtes gemacht hat, was diesen heiligen Monat zum Monat Ramazan gemacht hat, dann wird zur Aufgabe, zur Antwort nur ein Wort kommen, und zwar der Heilige Koran. Weil wäre der Heilige Koran nicht in diese Stadt Mekka herabgesandt worden, dann wäre diese Stadt niemals Mukarram gewesen. Wäre dieser Heilige Koran niemals in diesen heiligen Monat Ramazan herabgesandt worden, wäre der Monat Ramazan nicht der Sultan der 11 Monate geworden. Das, was den heiligen Monat Ramazan zu dem Sultan der 11 Monate gemacht hat, ist nichts außer der Heilige Koran. Weil wir lesen in der Surah Al-Baqarah, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Der Ramadan ist so ein heiliger Monat, in dem der Koran angefangen wurde herabzusenden. Dieser Berg wäre in dieser Bergkette von Mekka, wo es Tausende, zigtausende von Berge gibt, wäre auch ein einfacher Berg von diesen allen gewesen, wäre der heilige Koran nicht auf diesen Berg herabgesandt worden. Muhammad ibn Abdullah, Muhammad al-Amin, wäre niemals zu Muhammadur Rasulullah geworden, wäre nicht zu ihm der heilige Koran gekommen. Das, was Muhammad ibn Abdullah zu Muhammadur Rasulullah gemacht hat, ist und war und bleibt nur das einzigste Grund, und das ist der heilige Koran. Was ihn zu Muhammadul Amin, von Muhammadul Amin genommen und zu Rahmatel lil Alamin gemacht hat, ist nichts außer dieser heilige Koran. Was die Nacht in diesem Monat Ramazan aus 355 Tagen, aus 355 Nächten des Jahres herausgestochen hat und ihn von einer normalen Layla, von einer normalen Nacht zu der Laylatul Qadr, zu der Nacht, zu der ehrenwürdigen, zu der gedenkwürdigsten Nacht des Lebens gemacht hat, ist, dass in dieser Nacht der heilige Koran angefangen wurde herabzusenden. Das, was ein normales Buch zu einem Mushaf, zu einem Koran gemacht hat, ist nichts anderes, dass auf diesen Seiten der Koran aufgeschrieben worden ist. Das, was aus diesem Volk, was heute in Mekka ist, aus deren Vorfahren, was Beduinen gewesen waren, was Karawanenhändler gewesen waren, was vielleicht sogar Räuber gewesen waren, was dieses Volk zu Sahaba gemacht hat, zu den ehrenwürdigsten Menschen zu unserer Zeit, ist nichts außer der heilige Koran. Weil die Sahaba wurden mit dem Koran zu Muslimen und sie wurden durch den Koran zu der besten Zivilisation aller Zeiten ausgewählt. Das, was diese Nation, die islamische Nation, yani laqad ja'ana wajak balaqad ja'anakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum, yani Allah Ta'ala sagt im heiligen Koran, wir haben diese Nation zu der vordersten Nation, zu der mittlersten, zu der besten Nation gemacht, auf dass ihr, yani diese Nation, die Ummati Muhammad, zu der Nation Muhammads, damit wir ein Beispiel für die Menschen sind, ist nichts, dass auf diese Nation der heilige Koran, auf die Millet Ibrahim, der heilige Koran herabgesandt worden ist. Yani, was möchte ich hier mit dem ganzen Kontext sagen? Das, was alles heilig macht, das, was alles ehrenwürdig macht,
Das, was alles zum höchsten Punkt macht, ist nichts außer der Heilige Koran. Daher unser Koranprojekt. Wenn der Mensch, was sagt der Prophet a.s.w.? خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und ihn den anderen lehrt. Ja, ne? Wenn wir die Besten unter den Menschen sein wollen, dann müssen wir den Koran lehren und weiterlehren. Weil das Geheimnis liegt nichts außer anderes wie beim Heiligen Koran. Wenn ihr der beste Mensch sein wollt, dann müsst ihr nach dem Koran handeln. Wenn ihr die beste Nation sein wollt, dann müsst ihr nach dem Koran handeln. Und wiederum, wenn ihr der beste Staat sein wollt, es gibt so viele Staaten auf dieser Welt, dann müsst ihr den Koran zur Verfassung nehmen. Weil wenn in einem Land, wenn in einem Staat der Koran zur Verfassung und die Scharia zum Rechtssystem wird und das Kalifat zum Staatssystem wird, dann wird dieser Staat, dieses Rechtssystem, diese Gegend zu den besten aller Staaten, zu allen Welten werden. So, dass dieser islamische Staat, weil er aufgrund, was macht denn der islamische Staat zum islamischen Staat? Aus nur eins, dass der Koran zur Verfassung und die Scharia zum Rechtssystem wird. Und dann passiert das, nämlich, dass dieser Staat, dieses islamische Kalifat, die ganzen Menschen, nicht nur die Muslime, die ganzen Menschen wie eine Mutter umarmt. Weil der islamische Staat oder die Scharia als Rechtssystem ist nicht, wie es für heute viele verstehen, eine Sache für die Muslime einzig und allein. Nein, es ist für die ganzen Menschen, für die ganze Menschheit auf dieser Welt. Weil der Prophet, Allah Ta'ala, sagt zum Propheten, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ja, Muhammad, wir haben dich nur und nichts für anderes als für eine Barmherzigkeit für alle Welten herabgesandt. Von diesem Ort aus, wo wir letztes Jahr, auch zu dieser gleichen Zeit, von den letzten 10 Tagen des heiligen Monats Ramadan angefangen haben, von diesem Punkt aus an, von genau hat da nicht von der Stadt aus, von diesem Berg aus, wo wir uns befinden, hat sich dieses Licht, dieses Nur, dieser heilige Koran über alle Welten verbreitet. In New York, in Tokio, in Los Angeles, in Südamerika. Es gibt keinen Fleck auf dieser Welt mehr, wo diese Sache, yani La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, nicht an irgendeiner Tür nicht geklopft hätte. Alhamdulillah. All und diese Sachen noch viel mehr über den Heiligen Koran. Heute sind wir, inshallah, nach einem Jahr zu unserem 30. Projekt gekommen. Allah Ta'ala hat uns die Möglichkeit gegeben, uns wieder auf diesem Berg, auf diesem Jebel al-Nur, auf dem Berg Hira zu versammeln. Heute haben wir, inshallah Ta'ala, wir bewegen nach dem Sonnenuntergang, also beziehungsweise gleich, begeben wir uns, inshallah Ta'ala, in die 24. Nacht dieses heiligen Monats Ramazans, des Jahres 1432, sprich den 23. August 2011. Und wir werden, ja Allah, Bismillah sagen, und werden heute ein kleines Projekt über die Sura Inna Enzelnau fi Laylatul Qadr. Guckt euch diese Sache an, Leute. Wir haben mit Iqra letztes Jahr angefangen. Wir haben 30 Unterrichte gemacht. Und was für eine Rahmat und Barakat von Allah Ta'ala, dass wir heute nach unserer Rabsendung bei der Sura Inna Enzelnau fi Laylatul Qadr gekommen sind. Alhamdulillah. Fangen wir inshallah Ta'ala an und gucken wir uns inshallah Ta'ala an und hören wir inshallah Ta'ala zu, was uns die Sura Qadr zu sagen hat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala sagt in der Surah Al-Qadr: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Gewiss, wir, sagt Allah, inna anzalnahu, haben herabgesandt, hu, ihn haben wir herabgesandt. Wann? Fi laylatil qadr. In der Nacht von Al-Qadr. Inna, ganz gewiss, wir, sagt Allah. Zwei Bedeutungen kommen hier raus. Erstens, wir, mit dem Allah Ta'ala einen Machtanspruch sagt. Ja, nee, ich, wir, als Macht, wir Allah Ta'ala, ich habe diesen Koran herabgesandt. Innana heißt das normalerweise. Innana wurde in der Lugha zu Inna. Ganz gewiss, wir. Und habt keinen Zweifel, oh ihr Menschheit, wir haben herabgesandt. Ja, nee, ich, Allah Ta'ala, habe es Jibril a.s. gegeben und Jibril a.s. hat es dem Propheten Muhammad a.s. übermittelt. Yani wir haben herabgesandt. Und wenn ihr behauptet, sagt er im Koran, wenn ihr einen Zweifel habt, dass irgendjemand anders diesen Koran herabgesandt haben soll, dann kommt und bringt eine Sure, nur eine kleine Sure, die ähnlich ist wie der Heilige Koran,
bringt diese Sure zustande, bringt diese eine Zeile Vers zustande, wenn ihr wahrhaftig seid. Aber ihr werdet es niemals schaffen, sagt Allah Ta'ala, denn ihr seid Lügner, auf gut Deutsch gesagt. Und nach 1400 Jahren hat keiner geschafft, eine kleine Sure wie diesen heiligen Koran herabzusenden. Jetzt bin ich auch gerade das Tarek-Gebet errichtet. Iftar gemacht. Ihr hört zurzeit gerade das Marek-Gebet, das Ezan. Wir machen mit dem Ezan, nach dem Ezan machen wir den Projekt weiter. Und du nimmst inshallah da alle weiter auf. Ne? Ich breche mein Fasten, inshallah. Weiter. Inna enzelnahu fi laylatul qadr, sagt er. Und ganz gewiss haben wir, sagt Allah Ta'ala, diesen heiligen Koran in einer ehrenwürdigen Nacht herabgesandt. Und sonst kein anderer. Denn diese Hand, diese Schrift des heiligen Koran, dieses Kalam, ist niemals ein Kalam irgendeines Menschen. Inna enzelnahu. Wir haben ihn herabgesandt. Wer ist ihn? Ohne Zweifel, das Hu, ihn, ist der heilige Koran. Manche Interpreteten sagen aber, das Hu,
geht auf die ersten 5 Verse von der Suratul Alaq zu. Nein, wir haben nicht den Koran herabgesandt. Wir haben angefangen, den Koran herabzusenden. Und das Anfang war natürlich Iqra bism rabbika allazi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram allazi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Sadaqallahu al-azim. Das war natürlich die ersten Verse. Nach manchen Koraninterpreteten geht das dahin zurück. Ist natürlich auch mal cool, hört sich eigentlich auch sehr gut an. Was sehr Wichtiges sagen muss: Im Koran gibt es 2 Begriffe, da müssen Sie mal ganz genau zuhören, meine Freunde. Es gibt zwei Wörter für die Herabsendung. Das eine ist Insal und das eine ist Tensil. Das eine ist Insal und das andere ist Tensil. Insal, schreibt euch das auf, Insal und Tensil. Es gibt einen Unterschied zwischen Insal und Tensil. Insal ist das Ziel der Herabsendung. Ja, eine Insal ist, wenn es herabgesandt worden ist und der Ort, wo es herabgesandt wurde. Das ist Insal. Und Tensil ist die Quelle der Herabsendung. Hört zu. Tensil ist die Quelle der Herabsendung und Insal ist das Ziel der Herabsendung. Inna enzelnahu, yani Insal ist hier, wir haben angefangen herabzusenden auf die Welt. Und wenn huwa tensilum mir rabbil alamin steht manchmal im Koran, dann heißt es mir rabbil alamin. Tensil kommt von oben nach unten und Insal ist schon, wenn es auf dem Boden angekommen ist. Das ist ganz wichtig, Leute. Was ich noch sagen muss, Nuzul, hört zu, Nuzul heißt auf Arabisch auch bedient worden, Ikram. Wenn ihr zu Besuch geht und jemand tut euch beim Besuch bedienen, dann sagt man, der Gastgeber hat zu euch Nuzul gemacht. Ja, er hat euch wie ein Abendmahl, er hat euch serviert, genau. Nuzul heißt auf Arabisch auch serviert. Daher, wo bei Isa a.s. das letzte Abendmahl gegeben worden ist, Ma'ida in der Suratul Ma'ida, was Al-Tisch heißt, dann heißt es auch Nuzul. Und der Koran ist auch ein Nuzul, ein Service von Allah. Der Koran ist der Service Gottes auf dieser Welt. Der Koran ist das, genau wie Jesus, alle diese Interpretation, diese Meinung gehört mir, kann richtig sein, kann falsch sein. Das letzte Abendmahl von Jesus war das Ma'ida, der Tisch. Und das letzte Abendmahl, was die Menschheit bekommen wird, das letzte Abendmahl Allahs, das allerletzte Abendmahl, bis zum Weltuntergang wird niemals was kommen, ist der heilige Koran. Der Koran ist das letzte Abendmahl, was Allah Ta'ala der Menschheit als Service geboten hat. Und davon müssen wir uns bedienen. Inna enzelnahu fi laylatil qadr. Und dieses Abendmahl haben wir, Allah Ta'ala sagt das, angefangen in der Nacht von Laylatul Qadr, yani in eins dieser Nächten der heilige 10 Tage des Monats Ramazans herabzusenden. Alhamdulillah. Man sagt auch noch zu Insal, das sollte ich erwähnen, auf Arabisch sagt man zu Insal, Duhuli Shay fi alamil mudrikat. Yani, es ist eine Einführung in eine Welt des Wissens. Es ist eine Einführung in das Welt des Wissens. Ja, von einer Dimension, die man nicht kennt, wird irgendwas hineingeführt, gebracht, herabgesandt in Alem al-Mudrikat, in die Welt, in die Dimension des Bewusstseins. Und das hat mit diesem heiligen Koran in diesen letzten 10 Tagen des Monats Ramazans angefangen. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Komm her! وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Nachdem Allah Ta'ala gesagt hat, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Wir haben angefangen, diesen heiligen Koran oder die ersten 5 Verse in dieser Nacht herabzusenden, sagt Allah Ta'ala, وَمَا أَدْرَاكَ Woher sollst du wissen, was die Nacht Al-Qadr ist. Woher sollst du das wissen? Wie sollst du dir dazu bewusst sein, was die Nacht von Al-Qadr ist? Die Nacht Al-Qadr ist ohne Zweifel im heiligen Monat Ramadan gewesen. Weil Shahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Shahr Ramadan. Suyu al, maymunlar gelecekler. Şehr-i Ramazan
الذي أنزل فيه القرآن. يعني wir haben angefangen, den heiligen Koran im Monat Ramazan herabzusenden. Also ist ohne Zweifel schon mal der Monat Ramazan. Und wann ist es noch? Es ist an einem Montag gewesen. Weil wir wissen, der Prophet alaihi salatu wassalam hat immer montags und donnerstags gefastet. Immer. Und als man den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, ja Rasulullah, warum fastest du immer montags und donnerstags? Dann sagt er, Montag bin ich geboren und Montag ist angefangen worden, der Koran herabzusenden. Und Donnerstag ist sowieso als Begrüßung für den Freitag. Ja, der Prophet alaihi salatu wassalam wusste, dass an einem Montag des letzten 10 Tagen des heiligen Monats Ramazan der Koran angefangen worden ist, herabzusenden. Wenn man erdrake, woher sollst du begreifen? Ja, Mohammed. Oder du, oh du Zuhörer, der diesem Projekt gerade zuhört. Woher sollst du überhaupt wissen? Ma adraka ma laylatul qadr. Was die Nacht von dieser Al-Qadr überhaupt ist? Wo der angefangen worden ist, der Koran zu herabzusenden. Woher willst du deine Kraft? Woher willst du diese Kraft des heiligen Korans überhaupt wissen? Sagt Allah Ta'ala und fragt. Allah Ta'ala fragt. Wisst ihr, warum Allah Ta'ala überhaupt im heiligen Koran fragt? Damit sich die Menschen nachdenken. Allah Ta'ala redet nicht nur einfach im heiligen Koran. Nein, er fragt. Weil wenn du fragst, dann tust du den Zuhörer zum Nachdenken bringen. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht hinterfragt? Ist zu dir nicht diese Geschichte gekommen? Er fragt. Und genauso fragt er auch hier. Woher sollst du überhaupt wissen, was die Kraft, die Macht von dieser Nacht Al-Qadr ist? Und er sagt, und er antwortet gleichzeitig. Und er sagt, Laylatul Qadr Khairum min elfi shahr. Ganz gewiss ist diese Nacht heiliger, khairun, besser, viel besser als 1000 Monate. Diese 1000 Monate, ja, eine elfu shahr heißt nicht eine ganz lange Zeit. Es ist nicht eine symbolische Zahl. Weil wenn es eine symbolische Zahl wäre, hätte er gesagt, elfe senetin, tausende von Jahren, oder elfi dehrin, tausende von Generationen, elfi dehrin oder elfi asrin. Nein, er sagt elfu shahrin. Khairum min elfi shahrin. Es ist so eine Nacht, diese Nacht, wo der Koran herabgesandt worden ist, es ist besser als tausende von Monaten, als tausend Monate. Und wenn wir gucken, oh ihr Leute des Koranprojekts, was ist tausend Monate? Habt ihr vielleicht schon alle gemacht. Tausend Monate entsprechen 83 Menschenjahre. 83 Jahre eines Menschen. Yani, wenn ihr diese Nacht, sagt Allah Ta'ala, richtig erlebt, richtig Idrak macht, Bema Idrak, yani, wenn ihr diese Nacht von Qadr richtig begreift, dann ist diese Nacht, die ihr gelebt habt, besser als 1000 Jahre, die ihr gelebt habt. Eine Nacht wird zu 1000 Jahren, eine Nacht wird zu 1000 Monaten. Eine Nacht für ein Leben, Leute. Eine Nacht für ein Leben. Können wir eine Nacht zu einem Leben machen? Natürlich. Wir können eine Nacht segensreicher machen, mehr Bereket machen, für ein Mensch, langes Menschenleben, 83 Jahre. Und was ist der Zauber, was ist das Geheimnis, was ist der Kodex dafür? Ganz einfach. Der heilige Koran. Den Koran, den ihr heute gerade zu dieser Zeit von den Moscheen aus Mekka al-Mukarram hört. Das ist der Zauber. Das ist das K-Wort, das ist das Passwort, wie man eine Nacht zu 1000 Monaten macht, zu einem langen Menschenleben macht. Ja, ne, ihr tut den Koran in eine Nacht hereinbringen und tut ihn, als ob euch Jebrail zum ersten Mal den Koran bringt. Weil ihr wisst, der eigentliche Sebeb al-Nuzul, der Herabsendungsgrund für den heiligen Koran, seid ihr. Der Koran ist ein Brief Gottes für die Menschheit. Ein letztes Abendmahl für die Menschheit. Und so müsst ihr ihn lesen. Ihr müsst den Koran so lesen, als ob er zum ersten Mal zu euch herabgesandt worden wäre. Und wenn ihr das macht, ja, ayyuhal Muslimun, und ihr Nicht-Muslime, wenn ihr das macht, dann ist nämlich diese Nacht zu eurem Laylatul Qadr geworden. Dann ist diese Nacht zu eurem Laylatul Qadr geworden und ihr habt eine Nacht zu 1000 Monaten gemacht, ja, eine Nacht für einen Menschenleben gemacht.
Aber es gibt auch das Gegenteil. Es gibt auch das Gegenteil. Ein Moslem macht eine Nacht zu einem Leben. Und ein Ungläubiger macht ein Leben zu einem Tag oder zu einer Nacht. Es gibt auch das Gegenteil. Am Tag des Auferstehung, wenn die Menschen wieder auferstehen werden, wird Allah Ta'ala die Ungläubigen fragen, wie lange habt ihr auf dieser Welt verweilt? Und wir werden ungefähr vier Antworten im Koran dafür finden, wie die Ungläubigen antworten werden. Einen davon sehen wir in der Sura Ahqaf im 35. Vers. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يَرَوْنَ مَا يَوْمَ عَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعَةً مِنَ النَّهَارِ. Und sie werden sagen, wir haben nur eine Stunde des Tages auf dieser Welt verweilt. Warum? Weil sie haben 83 Jahre gelebt, sie haben sogar vielleicht länger als die Muslime gelebt, aber das Leben, was sie gelebt haben, war ohne Barakat gewesen, war ohne Islam gewesen, war ohne Koran gewesen. 83 Jahre, könnt ihr euch das vorstellen, als Nicht-Moslem zu leben, als ein Leben ohne Koran zu leben, dann werdet ihr am Tage des jüngsten Gerichts antworten, wir haben auf der Welt einen Tag oder weniger verweilt. Aber wenn ihr als Moslem lebt, als richtiger Moslem, als Muwahhidun lebt und lebt den Koran, nicht als säkularer Mensch, sondern als jeden Tag Allah in eurem Zentrum lebt, dass Allah Ta'ala sich in unser Leben einmischt, den Koran zu eurem Gesetz macht, dann wird eure einzigste Nacht wie zu 1000 Monaten. Geschweige denn, ihr lebt jede Nacht wie Laylatul Qadr, Leute. Und Allah Ta'ala sagt weiter, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ. In dieser Nacht, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ, kommen die Engel herabgesandt. Guck, تَنَزَّل, es kommt wieder تَنَزَّل, تَنْزِيل. In dieser Nacht werden die Engel herabgesandt. Im ersten Vers war Insal, ne? Insal heißt, es kommt auf den Boden. Muss ich mal nachgucken. Insal heißt das Ziel der Herabsendung und Tensil ist die Quelle der Herabsendung. Ja, ne? Tenesselul Melaike. Die Engel, die Melaike, die kommen von Allah Ta'ala, von der Quelle. Tenesselul Melaike. In dieser Nacht, Laylatul Qadr, kommen die Engel herabgesandt, Verruch. Und der Geist kommt herabgesandt. Hier wird Engel und Geist, ja eine Ruh, extra erwähnt. Tenezzelul, das Ruh, Jibril alayhi salam ist. Aber eine andere Bedeutung ist, dass Ruh auch die Offenbarung ist. Weil wenn wir die Sura Shu'ara, beziehungsweise Shura 52 und die Sura An-Nahl, den zweiten Vers lesen, sehen wir, dass das Wort Ruh auch für die Offenbarung benutzt wird. Ja, eine Ruh ist auch gleichzeitig die Offenbarung. Der Koran sagt zum Koran, zu der Offenbarung, zum Wahi, auch Ruh. Ja, ne? Wir haben die Engel, die Offenbarung senden wir in dieser Nacht ab. Fiha, in ihr Herb. Natürlich müssen wir die Interpretation, die Bedeutung von Jibril auch noch mit einfügen. Tanazzalul Malaikatu war Ruh. In dieser Nacht kommt Ruh und die Engel herabgesandt. Fiha, in ihr. Wie isni rabbihim? Nur mit einer Voraussetzung kommen sie herabgesandt. Nicht freiwillig. Sie kommen mit der Erlaubnis ihres Herrn. Wie isni rabbihim? Herabgesandt. Mit der Erlaubnis ihres Herrn werden diese Engel und der Geist herabgesandt. Die Offenbarung herabgesandt. Und Jibril alayhi salatu wa salam herabgesandt. Mit was? Min kulli emr. Für jede Angelegenheit werden sie herabgesandt. Leute. Für jede Angelegenheit werden diese Engel und der Geist herabgesandt. Wisst ihr, was das heißt? Sie werden immer wieder herabgesandt. Die Schrift des Korans wurde einmal herabgesandt und das ist vor 1400 Jahren gewesen auf diesem Berg. In einem Monat Ramazans, irgendwann im Jahre 610, in den letzten 10 Tagen des heiligen Monats Ramazan. Die Schrift wurde einmal herabgesandt, aber die Bedeutung wurde milliardenfach herabgesandt und die Bedeutung wird heute noch herabgesandt. Min kulli emr, für jede Angelegenheit im Koran, in 6236 Versen, gibt es
Verse für jede Angelegenheit, für menschliche Beziehungen, für göttliche Beziehungen, für Tauhid, für Adale, für alles wird der Koran herabgesandt. Wie tue ich mich selber, wie tue ich meine Gottesanbetung machen? Wie tue ich meine Familie ernähren? Wie kann ich arbeiten gehen? Wie tue ich meine sozialen Verhältnisse gestalten? Wie tue ich vielleicht ein Staatssystem verwalten? Wie tue ich eine Verwaltung machen? Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit Nicht-Muslimen um? Wie gehe ich mit der Natur um? Wie gehe ich mit Tieren um? Alles, min kulli emr, in diesem heiligen Koran wurden Sachen herabgesandt, min kulli emr, für jede Angelegenheit, die sogar nicht nur für unsere Zeit, sogar wenn die Welt nicht untergehen wird, sogar für 1000 Jahre später noch oder bis zum Tage des jüngsten Gerichts für uns eine Rechtleitung, ein Licht sein werden. So ist das, Leute. Und der letzte Vers dieser heiligen Sura heißt, wie gesagt, Tanazzalul Malaikatu war-Ruh, in dieser Nacht kommen die Engel und der Geist herabgesandt, bi'izni Rabbihim, mit der Erlaubnis ihres Herrn, min kulli amr, für jede Angelegenheit, für jede Angelegenheit. Salam, Frieden, Barmherzigkeit, Segen, Heil, Gabe, Bereket ist hier in dieser Nacht. In dieser Nacht ist Segen. In was für einer Nacht? Das ist doch wichtig. In der Nacht, wo der Koran herabgesandt worden ist. In dieser Nacht, wo ihr diese Nacht, vielleicht könnt ihr gucken, Leute, vielleicht bekommt ihr eine Laylatul Qadr im Monat Schaban. Ihr setzt euch zu Hause hin und nehmt den Koran. Ihr liest den Koran, sagen wir mal im Monat Schaban vielleicht. Auf einmal öffnet sich euer Herz und ihr versteht den Koran so, auf einmal plötzlich, als würde der Koran in euer Herz herabgesandt. Dann ist das eure Laylatul Qadr. Und so sollt ihr jede Nacht erleben. Macht jede Nacht, die ihr lebt, zu Laylatul Qadr. Macht jeden Tag zu Yawmul Qadr. Tut den Koran in eure Nacht einfügen. Tut den Koran in euren Tag einfügen. Tut den Koran in euer Leben einfügen. Macht den Koran zu eurem Aufbauprojekt. Das ist das Projekt. Der Koran ist ein Aufbauprojekt Allahs. Salamun hier. In dieser soll Frieden sein. In dieser soll Bereket sein. In dieser Nacht. Bis wann? Bis wann führt diese Bereket an? In der Laylatul Qadr. Hier hatta matla'il fajr. Zu dem Augenblick an, wo der Morgengrauen kommt. Hier hatta matla'il fajr. Bis der Fajr kommt, wird diese Bereket weiterführen. Was ist Fajr? Ohne Zweifel ist Fajr der Morgengrauen. Ihr wisst, die Laylatul Qadr fängt nachts an, irgendwann, und hört mit dem Fajr auf. Ja, ne, mit dem Morgengrauen hört das Fajr auf. Aber eine andere Bedeutung von Fajr kann auch sein, dass Fajr auch das Jenseits ist. Fajr ist das Jenseits. Ja, ne, dieses Leben ist reib. Das Achret ist reib, ist unbekannt. Wir leben hier in einer dunklen Zeit. Das Diesseits ist eigentlich die Nacht. Der Prophet sagt das selber. Die Menschen schlafen und wenn sie sterben, werden sie auferstehen. Da müsst ihr euch das Leben wie eine Nacht vorstellen. Und das Fajr ist der Tag, wo wir von unseren Gräbern auferstehen werden. La raibe fihi, wo es keinen Zweifel gibt. Und wir zu unserem Herrn gehen, um unsere Rechenschaft abzusehen. Das ist Fajr. Das sehen wir sogar in der Sura Hijr im 99. Vers. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. Tue Allah Ta'ala, yani deinen Herrn so lange anbeten, bis das Yaqin zu dir kommt. Yani bis der Tod zu dir kommt. Salamun hiya hatta matla al-fajr. Frieden, Segen und Heil seien dann nach dieser Laylatul Qadr bis zum Fajr. Alhamdulillah, dieses Jahr haben wir unseren 30. Projekt hier inshallah zu Ende gebracht. Wieder in dieser heiligen Stadt Mekka, alhamdulillah. Da vorne sehen wir Masjid al-Haram. Evet, mal kurz mal so eine kleine Erklärung. Da vorne ist Masjid al-Haram, Kaaba. Als der Prophet alaihissalatu wassalam auf diesem Berg Itikaf gemacht hat, yani Zikr, Tefekkür, Tezekkür, Tadabbur, gemacht hat, Allah Ta'ala gedacht hat, konnte er ganz genau die Kaaba von hier aus sehen. Und wir sehen alhamdulillah heute die Kaaba auch. Das Ding, was ihr daneben seht, das soll die Uhr sein, die neue Uhr soll der König von Saudi-Arabien gemacht haben. Mit dieser Uhr, was will der König damit bezwecken?
Er will eine islamische Zeit, eine einheitliche Zeit für die islamische Welt machen. Gerne, dass die Muslime eine Einheitsuhr benutzen. Und diese Einheitsuhr soll dann neben den Masjid al-Haram sein. Ihr wisst, Masjid al-Haram ist auch das Zentrum der Menschheit. Das ist der Ort, Masjid al-Haram, wo angefangen hat, die Menschheit sich zu verbreiten. Adam a.s. und Hawa a.s., Adam und Eva, haben von diesem Ort angefangen, die Menschheit von hier aus zu verbreiten. Natürlich ist es auch aufgrund deshalb des Mittelpunkt der Welt, ohne Zweifel Mittelpunkt der Welt, auch geografisch gesehen ist es der Mittelpunkt der Welt. Aber ich persönlich gesehen finde diese Uhr, die sie dahin gemacht haben, als eine ganz große Fitne. Ja, die Leute, die bei Masjid al-Haram beten, die meisten gucken gar nicht mal Kaaba an, die meisten gucken nur noch diese Uhr an. Also ich finde diese Uhr persönlich gesehen eigentlich sehr gruselig. Und sind es nicht gerade diese Leute, unsere Brüder hier aus Saudi-Arabien, die meistens zu alles Bid'a sagen? Wenn ihr Bid'a, ja eine Erneuerung sehen wollt, Achi, Ikhwan al-Karim, meine Meinung ist, dass diese Uhr, die ihr da seht, die größte Bid'a überhaupt ist, die sie überhaupt auf diesem Boden überhaupt auf die Idee kam, so ein Ding neben, sie hätten so ein Ding aufbauen können, gar kein Problem, hätte ich auch Respekt davor, aber nicht direkt neben Masjid al-Haram. Sie hätten das ein bisschen weiter aufbauen können. Khair inshallah, taqabbal Allah, von hier oben sieht alles sehr schön aus, Alhamdulillah ist es auch. Es ist eine sehr schöne Stadt. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, wa akhiru da'wana in alhamdulillahi rabbil alamin.